In diesem Video zeige ich die Tätowierung eines Rosenmotivs vom Entwurf bis zur Vollendung. Dabei stelle ich eine billige Tattoo-Maschine made in China auf die Probe. Das Rosenmotiv hatte meine Partnerin am Computer selbst entworfen. Hier übertrage ich den Stencil auf Durchschlagpapier. Nach dem Abzeichnen sollte man alle Linien sorgfältig überprüfen, um sich zu vergewissern, dass das Motiv auch vollständig übertragen wurde. Nun zur Tattoo-Maschine. In einem meiner Workshops zeigte mir eine Kundin ein Rotary-Modell, das ich sehr interessant fand. Und so bestellte ich mir über das Internet eine Maschine aus China zum Testen. Genial finde ich, dass die Maschine einen Clipcord und einen Cinch-Anschluss hat. Arbeitet vertrauenserweckend stark bei standardmäßigen 9 Volt. Der Cinch sitzt stramm und sicher, jetzt noch den Clipcord testen. Erstaunlich gut verarbeitet und das für 15 Euro, ich bin beeindruckt. Besonders abgesehen hatte ich es auf die mechanische Nadelklemmvorrichtung, die das unhygienische Gummiband ersetzt, das sonst an älteren Tattoo-Maschinen üblich ist. Noch ein paar Tests der Schlagfertigkeit bei verschiedenen Voltzahlen. Jetzt muss ich die Maschine nur noch beim Tätowieren in der Praxis beweisen. Das abgezeichnete Motiv wird ausgeschnitten und vorbereitet. Die kleinen Einschnitte sorgen dafür, dass sich das Motiv besser an die Körperform anpasst. Das Motiv zur Probe positionieren und Abzugsflüssigkeit auftragen. Wichtig ist, dass das Motiv in einer natürlichen Position des Körperteils angelegt wird. Gleichmäßiges Benetzen und gleichmäßiges Aufdrücken sorgt dafür, dass das Motiv vollständig und ohne Verschmierungen zu erkennen sein wird. Das sieht doch sauber aus, alle Konturen klar zu erkennen. Die Haut am Bein ist meist spröde, dünn und empfindlich und muss besonders mit Fett gepflegt werden. Farben gut schütteln, damit die Pigmente gleichmäßig und intensiv in die Haut kommen. Die ersten Linien sollte man äußerst vorsichtig stechen. Nicht nur, damit sich der Kunde an das Tätowiertwerden gewöhnt, sondern auch, weil die Maschineneinstellungen zunächst überprüft werden müssen. Anfängern passiert es leicht, dass sie hier viel zu tief stechen und die Farbe unter der Haut verläuft. Solche Fehler lassen sich kaum korrigieren, zu wenig Farbe dagegen schon. Es handelt sich hier um ein privates Tattoo an meiner Partnerin. Die Hygienemaßnahmen habe ich daher auf das medizinisch Sinnvolle reduziert. Für das gewerbliche Tätowieren sind je nach Land und Region unter Umständen weitere Maßnahmen erforderlich. Einige Regeln und Vorschriften habe ich in einem meiner E-Books zusammengefasst. Die Links zu diesen E-Books findet ihr auch in der Videobeschreibung. Nachdem die Konturen angelegt sind, beginnt man mit dem Füllen. Auch hier muss die Nadel, die Spitze, die Stichtiefe und die Voltzahl in Einklang gebracht werden. Zwischendurch die Tätowierung mit einer speziellen Flüssigkeit absprühen und vorsichtig abwischen. Das verschafft nicht nur ein klares Bild, sondern kühlt auch die Wunde und gibt dem Kunden eine Atempause, um neue Kräfte zu sammeln. Hier verwende ich spezielles Wash Gray als Farbe zum Schattieren. Man kann aber auch mit Standardschwarz und verschiedenen Nadeltechniken eine Schattierung anlegen.
Erst nachdem alle dunklen Töne tätowiert sind, sollte mit der Färbung begonnen werden. Andersherum können dunkle Farben leicht über die Wunde die helleren Farbtöne verschmutzen. Je heller die Farbtöne, desto größer sind die Pigmente und desto länger und intensiver muss die Farbe eingearbeitet werden. Ansonsten erhält man nach dem Abheilen unter Umständen sehr blasse Ergebnisse. Weiß ist ein sehr UV-empfindliches Pigment, das durch intensives Sonnenbaden schnell verblasst. Solche Highlights eignen sich also eher für Körperstellen, die häufig bedeckt sind. Die billige China-Tattoo-Maschine hat jedenfalls die mehrstündige Tätowierung gut überstanden und eine saubere Arbeit geliefert. Wie schnell sie allerdings verschleißt, muss sich erst noch zeigen. Zum Schluss das Kunstwerk auf Mängel kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Weitere Infos findet ihr in meinem E-Book oder wir sehen uns im Tattoo Online Workshop.